Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute gucken wir auf ein ziemlich cooles Konzept, was schon 3 Jahre alt ist. Und es ist vom Großmeister der Konzepte VOV Fowsen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Der Name bereitet mir selbst nach all den Jahren noch Probleme. Guckt auf jeden Fall bei ihm vorbei. Das sind, glaube ich, so mit Abstand die besten Konzepte, die jemand bei Clash of Clans gemacht hat. Leider seit 2 Jahren kein neues Video. Ich glaube, er ist inaktiv. Lasst doch trotzdem gerne mal ein Abo da. Guckt bei ihm vorbei. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde mich sehr freuen. Vielleicht kriegen wir ihn dazu, dass er wieder Konzepte macht. Ich würde mir auch echt wünschen, dass es eins seiner Konzepte mal ins Spiel schafft. Denn es, ja, sagen wir mal ehrlich, es sind so geile Konzepte, wirklich. Also, wir gucken mal drauf. Und zwar habe ich mir das auf Grundlage seiner Sachen jetzt wie folgt vorgestellt. Wir gucken da jetzt erstmal drauf auf das Gesamtbild. Also das Gesamtbild, was ihr auch als Thumbnail kennt, sieht so aus. Wir hatten das ja quasi in dem Video gesehen, wo der Piratenkönig vorgestellt wurde, dass wohl es eine neue Szenerie gibt mit einem Totenkopf. Da habe ich mir das so überlegt, könnte man das doch einfach mal so machen, dass man so etwas generell mal einbaut und dass dann der Totenkopf in diesem Fall der Eingang ist zu dem neuen Game-Modus. Ich glaube, er hatte das ursprünglich als neue Singleplayer-Map geplant. Als er das geplant hat, gab es noch keine neuen Singleplayer-Maps, so wie wir sie jetzt kennen, mit mehreren Adler-Devs und so weiter und so fort. Wir können ja mal drauf gucken. Ja, da hier zum Beispiel, ne? Mehrere Inferno-Türme, also mehr als normal und mehr Luftabwehren und so weiter. Damals, als er das geplant hat, gab es das alles noch nicht. Und auch ein ziemlich cooles neues Rathaus-Aussehen, was wir in der Mitte haben. Aber zurück, also zurück zum Vorgang oder zurück zum Ablauf. Man läuft da durch den Totenkopf durch, dann kommt man zu diesem Level. Und dieser Level ist wie eine Stage aufgebaut. Bedeutet, wenn du ihn schaffst, dann ziehst du weiter zum nächsten Level. Und es muss natürlich so schwer aufgebaut sein, also noch schwerer, als wir das jetzt ja bei ihm sehen. Es müssten nicht 3 sein, es müssten 30 Adler-Devs sein, 50 Adler-Devs sein, 100.000 Millionen, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das finde ich eigentlich ganz cool, denn das ist ein anderes Konzept, was wir da oben sehen, was er auch noch hatte, mit diesen Stages, dass du quasi immer siehst, wie viel ist deine Punktzahl, wie viel Angriff hast du noch übrig, so wie dieses Mega-Crab bei Boom Beach. Oh, das ist so cool, oh mein Gott. Wir gucken uns das Bild auch mal an. Er hatte das bei Packers Playhouse, das war bei ihm ein Game-Mode, den man übers Nachtdorf startet. Würde ich eher nicht sagen, ich würde eher sagen, man macht den über das normale Dorf und dann hast du halt, ja, hast du halt immer eine bestimmte Anzahl an Angriffen zur Verfügung, in diesem Fall 7, du kannst die Truppen ändern. Das ist halt ein Modus, der eine bestimmte Zeit verfügbar ist oder eine Map, die eine bestimmte Zeit verfügbar ist, bei ihm jetzt 17 Stunden, 24 Minuten. Und dann kannst du dich mit anderen Spielern vergleichen oder es reicht doch sogar schon, wenn du es mit deinem Clan vergleichen kannst. Weiß ich nicht. Oder man macht es halt pro Rathausstufe, ne? Dass du irgendwie sagst, du bist in der Rangliste pro Rathausstufe, dass du dich irgendwie mit anderen Spielern weltweit in deinem Land vergleichen kannst oder so. Das fände ich so cool, muss ich sagen. Das fände ich richtig cool. Dann, wie gesagt, du bist dann fertig mit dem Angriff. Du ziehst dann weiter zum nächsten Dörfskin oder zur nächsten Herausforderung und ehrt das ja. Bei ihm ist das so aufgebaut, dass das so alles etwas grün gehalten ist, so wie ich mir das auch wünschen würde für Rathaus 14 vielleicht, so wie ich es mir eigentlich schon für Rathaus 13 gewünscht hatte. Ich bin jetzt allerdings nicht ganz unglücklich, dass es jetzt so gekommen ist mit den Mauern. Eine grüne Adler-Dev, ein grünes, ja, es ist ja kein richtiges Rathaus, so ein Hauptgebäude, wobei es sieht schon so ein bisschen aus wie ein Rathaus, ne? Die grünen Mauern. Das ist cool. Jetzt würde ich mal sagen, wir reden gleich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter darüber. Ich möchte aber auch noch mal ein bisschen angreifen. Wir haben noch unsere typische Hexenarmee. Ich habe gar nicht gerade drauf geachtet, wie viel Angriff ich überhaupt noch habe. Charles, the Crown. The Crown. Ja, müssten wir hinbekommen. Ich hab's aufgemacht. Ich habe es geweckt. Nein. Oh, was ist da denn los? Warum ist denn da schon bitte ein Katapult auschen? So, aber nicht mehr lange. Das kann ich euch mal sagen. Nicht mehr lange. Und jetzt gehen wir mal alle in die Mitte rein. So, 1, 2, 3, 4. Wudup. Ja, hab ruhig meinen Eisgolem. Ja. Hab den Eisgolem ruhig im Visier. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. So, au, der Warden läuft mit. Yes, es funktioniert. Na endlich macht der Warden mal das, was er tun soll. Jetzt können wir da 3 Sachen auf einmal freezen. Die Adler-Dev ist sowieso weg. Ach Mist.
Die hätte ich nicht freezen müssen, die Adlerdev. Das war unnötig. Das war richtig unnötig. So, da schon mal eins hingepflanzt. 100% werden, glaube ich, nicht mehr erreichbar sein, oder? Was ist die Gladi? Was mit der Gladi? Oh, die Gladi hat sogar noch schön das Katapult mit erwischt. Gut, Hexen und Single Infernos ist natürlich einfach immer richtig gut. Da freue ich mich immer, wenn ich das sehe. 67% ist jetzt die Frage, wie schnell kriegen wir das Katapult down? Wenn das Katapult... Oh, das Katapult ist gefallen. Was haben wir unten noch? Ein Türmchen, noch ein Türmchen. Das wären 100. Kann ich jetzt schon sagen. Das wären 100. Da muss man auch mal offensiv an die Sache rangehen und sich mal freuen. Und ja, um nochmal zurückzukommen, VOV Forfsen, gerne ein Abo dalassen. Der Kollege macht richtig coole Sachen. Das kann man einfach mal so sagen. Die Sachen sind richtig episch, also es ist nicht nur das. Guckt euch, klickt euch einfach mal durch den Kanal, durch die Videos durch. Wie gesagt, leider seit 2 Jahren kein neues Video. Aber richtig cool. Aber richtig cool. Guckt auch mal bei Insta vorbei, hat er glaube ich auch einen Account oder eine Seite. Ja, coole Sachen. Coole Sachen. Wenn man so wie er drauf hat halt mit Photoshop und es sind auch bei ihm teilweise animierte Sachen. Es macht natürlich schon was her, ne? Das muss man auf jeden Fall sagen. Und wie gesagt, ich würde mich echt freuen, wenn es irgendwie mal eins seiner Konzepte mal da reinschafft. Der hätte so viele Konzepte. Ein Schmied, generell so ein Marktplatz und sowas. Dann noch neue Game Modes, ein drittes Dorf und so weiter. Es sind so viele coole Konzepte, die er gemacht hat. Also auf jeden Fall mal vorbeigucken. Und das war auf jeden Fall auch ein ganz guter Griff mit 100%. Warte mal, ich habe schon wieder neue Truppen ausgebildet. Die Helden dauern noch. Wir können gleich eigentlich nochmal wieder zurück hier rein. Das Problem ist, meine Lager sind gleich richtig gut gefüllt. Moment, das ist ein bisschen weniger. Also, meine Lager sind gleich richtig gut gefüllt. Ich würde aber ganz gerne warten, bis ich den 20% Rabatt bekomme auf die Bauarbeiter. Mal gucken. Wir gucken einfach mal nach. Also, das ist fertig. Es reicht, glaube ich, noch nicht. Ne? Jetzt sind wir bei 1370 Punkten und... Ich brauche 1600. Oh, ich habe sogar schon ein bisschen Dunkles gesammelt. Ja, ich habe nämlich die Supermauerbrecher aktiviert. Ich habe noch einen Trainingstrank. Ich müsste auch noch einige Medaillen haben. 900, ja, 942. So, Trainingstrank ist am Start. Ich habe mir vorgenommen, in dieser Folge auf jeden Fall noch mal einmal zum WTF-Account zu wechseln, weil es hier auch noch einige Sachen zu tun gibt. So, ja, ich habe 244 Medaillen erhalten. Ah, yes. Das wollte ich eigentlich nur testen. Das mache ich aber nicht in dieser Folge, Leute. Das mache ich nicht in dieser Folge, denn ich habe ja gesagt, ich möchte mal so zwischendrin einen, einen Weg testen, mit dem man vielleicht mehr Gemboxen bekommt. Ich halte es ehrlich gesagt für ziemlich einen Schwachsinn, aber wer weiß. Vielleicht funktioniert es ja, oder ist es einfach nur ein komplett dummer Zufall gewesen. Das werden wir dann sehen. Ich mache jetzt mal... einen kurzen Cut. Ergänzt gerne meine Sachen in den Kommentaren dazu, zu dem Game Mode. Was ihr davon haltet, ob ihr das cool findet, ob ihr das nicht cool findet. Ich sage, sehr geil. Aber gut, sie haben ja gesagt, Megabase kommt nicht. Aber es muss ja nicht unbedingt eine Megabase sein, die man zu dritt oder zu viert angreift. Kann ja auch einfach etwas sein, was man dann angreift. Und wenn du das dann im ersten Versuch nicht schaffst, hast du dann halt nicht mehr 7 Angriffe zur Verfügung, sondern nur noch 6 Angriffe. Und dann, wenn du das schaffst, dann ist halt beim nächsten Mal ein Angriff weg. Bedeutet, du kannst mit 7 Angriffen rein theoretisch 7 Bases schaffen. Komm, den nehmen wir mal mit. Das Rathaus ist weit weg. Das kann ich jetzt schon mal nicht wecken. Ich habe zuletzt habe ich echt immer keinen Erfolg, was den Erdbebenzauber angeht. So, meine Hexen sind auf Level 2, wie süß. Ja, wird sowieso ein Overkill werden, das kann ich jetzt schon sagen, eine gerushte Base. Ich möchte allerdings auch wieder ein bisschen höher. 4,8 Millionen Gold, das ist das Problem hier, ne? Das Gold können wir irgendwann nicht mehr ausgeben, die Zauber können wir uns im Endeffekt alle sparen. So, und wenn jetzt alle Truppen in die Mitte laufen. Der Warden dreht und dreht und dreht und dreht und dreht, das ist immer das Nervige. Ich habe ihn jetzt aber schon mal gezündet, damit zumindest, ja, jetzt gleich die Truppen da beim Rathaus noch ein bisschen geschützt sind, aber es ist auch nicht so ganz aufgegangen. Andererseits... Zauber sparen wir uns mal alle auf. Dann haben wir zumindest das Elex gespart. König zünden. Wo ist er? Da unten. Königin zünden. Okay, König 31. Königin 33. Gladi Level 16. Die Gladi ist auf Level 16 mit Abstand meine stärkste Heldin.
die ist so viel stärker im Vergleich auf Level 16 als der Warden auf 16. Natürlich auch viel stärker als die anderen beiden Helden. Sie geht ja auch nur bis 20. Ich habe sie extra ein bisschen eher gelevelt. Sie ist auch natürlich mit Abstand dann die teuerste von meinen Heldinnen oder von meinen Helden. So, sieht aber ganz gut aus. Wir können auf jeden Fall noch einen Angriff machen. Ich müsste im Nachtdorf eigentlich auch nochmal angreifen. Und dann kann ich euch das ja gleich nochmal eben erklären, wie sich denn unser guter Kollege VOV Hofsen das gedacht hat. So, also das ist fertig. 5 Millionen haben wir jetzt an Gold. Elex brauche ich nicht mehr. Ich hatte das gemacht für die Armeelager. Die Armeelager, das oder beziehungsweise ein Armeelager ist fertig. Das ist schon mal gut. So. Ich verstehe diese Einblendung einfach nicht mehr. Ach so, okay. Oh, haben die das irgendwie mal geändert? Mit der Einblendung? Das sieht irgendwie... Weiß ich auch nicht. Irgendwas haben die an dieser Schlange da geändert. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwie es gefällt mir nicht. Oder ich vertue mich nur. Also, unser Kollege hatte das gedacht, dass das hier irgendwo ist, dass hier irgendwie noch so ein kleines Feld ist, wo dann ein Barbar sitzt und wo du dann das Packer Playhouse startest. Ich fand das Konzept vom Aussehen ganz cool. Okay, nachdem ich gerade nicht gut angegriffen habe, will ich jetzt mal noch das, was ich jetzt gerade falsch gemacht habe, jetzt mal noch nutzen, um diesen Angriff ein bisschen besser zu gestalten. Er hat außen schon mal 4 Gebäude. Warte. Da. Schon mal was hin. Da ist der Wachposten. Nein, wieder in die Riesenbombe reingelaufen, beziehungsweise in die Mine. Der Plan ist, da außen was wegzumachen. Und wenn das weg ist, dann kann ich mich um den Zerschmetterer kümmern. Komm. Jetzt habe ich noch... Ich habe noch echt einige Barbaren übrig. Oh, da ist noch einer. Kommt, Leute, bitte. Bitte. Ist da noch was? Okay. Wir kümmern uns jetzt darum. Was ist noch übrig? Er hat das so ein bisschen umrandet mit einer Mauer. Da wird aber auch 100%... Da wird irgendwo noch eine Mine sein dazwischen. 100%ig. Oh, da ist auch noch eine. Ich das noch kriegen würde oder zumindest noch aufdecken könnte. Hallo? Ich laufe aber auch in alles rein heute, was es gibt. Ich laufe in alles rein. Da ist doch... Ja, ich wollte schon sagen, da ist doch bestimmt noch irgendwo was. Da ist jetzt nichts mehr. So. Jetzt bitte kümmere dich bitte darum. Wenn das weg ist, können wir uns noch bitte um die Meisterhütte kümmern. Als kleines Erfolgserlebnis noch. Das wäre sehr schön. Komm. Okay, haben wir. So. Da ist auch wahrscheinlich eine Falle irgendwo noch. Dazwischen wahrscheinlich noch Sprungfalle. Nein. Aber wir haben es, Leute. Wir haben es. 2. Stern ist am Start. Dann habe ich meine Quest für heute hier auch erfüllt. So. Vielleicht kriegen sie die Kanone sogar noch. Dann hätte ich noch 80% oder mehr. 81%. Okay. Reicht vielleicht sogar, ne? Vielleicht reicht es zum Sieg. Ich würde gerne noch einen machen. Ja. Was fehlt uns denn noch? Das habe ich sogar. Zerschmetterer fehlt uns noch. Oh, größere Saisonbank. Was sagt denn meine Forschung? 1 Tag, 5 Stunden Hexe noch. Perfekt. Wie gesagt, Gembox habe ich versucht, diesen Trick mal, den ich gesehen habe. Mal gucken, ob er funktioniert. Und dann würde ich mal sagen, machen wir ruhig noch einen. So. Zack, zack, zack. Und los geht es. Phantom. Zerschmetterer ist relativ leicht zu erreichen. Moment. Keine Mine. Gut. Aber Wachposten. So. Wachposten ist noch nicht weg. Aber zumindest gleich. Was meinst du? 2, 3, 4. Ich muss mir, glaube ich, dieses Mal 2 Bogies übrig lassen für die Meisterhütte. Die ist relativ in der Mitte und auch eingemauert. Komm. Put. So. Da ist 100%ig irgendwo eine Mine wahrscheinlich, ne? Ja, da. Wir gehen jetzt von beiden Seiten drauf. Bitte. 33%. Komm. Nein, jetzt geht die nach außen, oh Gott. Okay, wir haben 42%. Außen kriegen wir noch den Turm, vielleicht. Den Uhrenturm. Boah, das wäre aber ärgerlich. Ich wollte schon gerade sagen, es wäre ärgerlich, wenn wir den nicht mehr kriegen würden. Aber okay. Jetzt nehmen wir noch was mit, was wenig Trefferpunkte hat. Armeelager und Wachposten natürlich. Da kommen wir jetzt noch auf 60%, vermute ich mal. Nein. Kriegen wir, glaube ich, nicht mehr.
Doch. Da unten. Das Armeelager, das ist das Elex-Lager. Holen wir uns doch. Ja, ja, ja. Schönes Ding. Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Wird aber wahrscheinlich nicht reichen zum Sieg. Das sind sehr wenig Prozente. Und noch einmal die Erinnerung. Vergesst nicht, den Creator-Code MBF einzugeben. Und vergesst auch nicht, eure Meinung dazu in die Kommentare zu schreiben. Ich werde auch bald nochmal ein bisschen was fragen im Community-Tab. Dann könnt ihr auch nochmal euren Senf dazugeben zu verschiedenen Sachen. Ich würde mich sehr freuen. Gucken wir mal. Ein Schleichschützen-Mongo. Der ist aber... Okay, der schafft's. Der ist leider... Schaffen wir uns zu besiegen. Ärgerlich. Na gut, dann würde ich sagen, damit sind wir am Ende von dieser Episode. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf euch. Macht's gut. Tschüss.